Das ist natürlich der Sport-Ehrentag der Stadt Bad Salzuflen, aber der Stadtsportverband und die Stadt, die halten da zusammen. Die haben ein gemeinsames Anliegen. Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Gäste, ein herzliches Willkommen, um nochmal aufs Wetter einzugehen. Das ist ein Wetter für Indoor-Veranstaltungen. Das haben wir extra für heute so eingerichtet. Deswegen ist es auch ein tolles Bild, den Saal so gut gefüllt zu sehen. Es sind deutlich mehr Besucher da als im letzten Jahr, finde ich. Das ist schön. Das ist ein gutes Zeichen für den Zusammenhalt in der Sportfamilie. Es gibt mindestens drei große Ereignisse, wo die Sportfamilie in Bad Salzuflen in den Mittelpunkt gerückt wird. Das ist die Ehrung für verdiente, ehrenamtlich Engagierte im Jugendbereich, in der Vorweihnachtszeit, im historischen Rathaus. Das ist das Spielfest, manchmal im Freibad, überwiegend aber im Schloss Park Schöttmar, eine eingeführte Adresse. Und das ist dieser Sport-Ehrentag. Und diese drei Dinge, die ich jetzt herausgehoben habe, die kennzeichnen auch drei Seiten des Sports. Einmal der hohe Anteil ehrenamtlich engagierter Menschen, sonst wird es ja gar nicht funktionieren. Die Einladung, und das war jetzt der vorweihnachtliche Treffen des historischen Rathaus, die Einladung an alle Menschen in unserer Stadt mitzumachen, das ist der Sinn des Spielfestes, Menschen heranzuführen, an den Sport, an die Vereine, sie einzuladen, dabei zu sein. Ja, und heute kümmern wir uns um diejenigen, die in besonderer Weise sportlich erfolgreich waren. Das ist die dritte Seite. Es geht natürlich auch um sportliche Leistungen. Und wenn ich sage, wir haben dreimal im Jahr so herausgehobene Veranstaltungen, dann vergesse ich nicht darüber, dass der Sport vor allem im Alltag wird. Man darf das nicht überbewerten. Wichtig ist, dass alle, die mitmachen in diesem Bereich, das im Alltag tun. Und das ist die besondere Stärke, dass Sport zu einem ganz wichtigen Bestandteil im gesellschaftlichen Leben unserer Stadt geworden ist. 15.000, 16.000 Mitglieder in Sportvereinen, das ist fast ein Drittel. Heute der 41. Sport-Ehrentag, also ziemlich schnell nach Gründung der neuen Stadt Bad Salzuflen, Anfang der 70er Jahre, ist dieser Sport-Ehrentag angeführt worden, eine gute Tradition, und ich freue mich darauf, heute eine ganze Reihe wirklich guter Leistungen auch honorieren zu können. Das will ich gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Sportverbandes tun, dem ich jetzt das Mikrofon überreiche. Ihnen eine gute Zeit heute Nachmittag bei uns im Schulzentrum in Asten. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Honsdorf. Ich möchte Sie auch alle ganz herzlich im Namen des Stadtsportverbandes Bad Salzuflen recht herzlich begrüßen. Freue mich, dass wir gemeinsam jetzt schon viele Jahre, nachdem es aus dem Sportlerball herausgelöst wurde, diese Veranstaltung machen. Ich denke, es ist immer eine sehr würdevolle Veranstaltung, bei der die zu Ehrenden wirklich im Mittelpunkt stehen. Dank gilt natürlich auch an die Sponsoren des Sportes, die Bekannten. Da möchte ich namentlich Herrn Stammer von den Stadtwerken Bad Salzuflen und Herrn König von der Sparkasse Lembo grüßen, die Gebäudereinigung Schalzke, aber auch Amina Bielefeld, die diese Veranstaltung wieder unterstützt haben mit Preisen und dergleichen. Aber auch, was ich diesmal nicht vergessen möchte, das ist die heimische Gastronomie, die sie es nicht hat nehmen lassen, die Besitzer viele Gutscheine in Form von Präsenten zu spendieren, zu sponsern. Und ich muss sagen, ich habe keine einzige Absage erhalten, wo ich angefragt habe. Und darüber habe ich mich besonders gefreut und Ihnen gebührt unser herzlicher Dank. Namentlich erwähnen möchte ich hier das Hotel Maritim, den Lippischen Hof, das Hotel zum Löwen, das Best Western Hotel, Restaurant Mykonos, Il Faro und Munzua. Ja, also nochmal auch ein Applaus an die Sponsoren. Da muss ich sagen, das ist wirklich schöne Preise. Ich durfte es ja im vergangenen Jahr selber genießen. Also beim Schiff Maritim ist schon nicht schlecht. Ja, das ist auch immer eine schöne Gelegenheit, wo man sich gerne zurückerinnert und wo man auch lange noch berichten kann, wo man sich darüber unterhalten kann.
vielleicht auch für die Zukunft ein kleiner Wegweiser, was bei den Sportlern an Präsenten ankommt. Ja, also wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen und ich denke mal, diejenigen, die diese Preise heute überreicht bekommen, werden sich auch sehr freuen. Okay. Vielen Dank nochmal an die Sponsoren. Sehr geehrte Gäste, liebes Publikum, bevor wir jetzt gleich mit der EO starten, Sie sind sicherlich schon sehr aufgeregt. Ich bin auch sehr aufgeregt, wie auch Sixer. Geht es erstmal musikalisch weiter mit unserer Musikschule. Und im ersten Lied freuen Sie sich auf Jacqueline Möller von der Musikschule unter der Leitung von Stefan Otters. Yes.
Herr Bernd dran, das ist hier der Herr Bernd. Ja, der Jüngere. Und alle sind schon so ehrungserfahren, halten ihre Urkunden wirklich schön so, dass man es auch sehen kann. Ja, ich schon natürlich auch. This morning when I woke, I know something now, know something now I didn't form. No, I've seen since 18 hours ago. Screen eyes, crackers in my smile, the back of my mind making me feel alive. I just wanna know you. Ja, das würde ich gerne machen. Anfang der 70er Jahre wurde der Hans-Rüden-Struck-Pokal eingeführt durch den damaligen ersten Stadtdirektor der neuen Stadt Bad Salzuflen. Hans-Rüden-Struck und Heinrich Welzlau als Bürgermeister, das sind die beiden, die den Grundstein gelegt haben für die Sportstadt Bad Salzuflen. Und sie haben das mit dieser Auszeichnung, dem Hans-Rüden-Struck-Pokal, verbunden. Heinrich Welzlau war im Übrigen nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Bürgermeisters auch einer der Preisträger dieses Pokals. Und nun war das früher mal so, da war es immer so ein bisschen ein Geheimnis, dann sagte man, da macht sich jetzt jemand aus der Tiefe des Raums auf den Weg. Und es war immer eine große Überraschung, wer ist denn in diesem Jahr der Preisträger dieses Hans-Rüden-Struck-Gedächtnispokals. Jetzt haben viele von Ihnen das Programmheft ja schon studiert und Sie wissen das, wer das ist. Und da sagt der eine oder andere Mensch, wird denn der jetzt jedes Jahr geehrt? Letztes Jahr hat er Blumensträuße gekriegt, da haben wir ihn hier verabschiedet, aus seiner 30-jährigen Ratstätigkeit. Aber das war eine etwas andere Sache. Jetzt wollen wir Manfred Hintergärtner ehren, der nicht nur sich engagiert hat im politischen Bereich für den Sport, sondern, das haben Sie nun alle gelesen, der ein ganz aktiver Sportler gewesen ist und bis heute ist und immer noch ist. Und das von Kindesbeinen an. Und wenn Sie sich jemals gefragt haben, was bedeutet das eigentlich, so ein Weltfußballer? Da müssten Sie jetzt eigentlich wissen, ja, da muss man so sein, wie Manfred Hintergärtner gewesen ist. Er hat zwar hier in der Provinz Fußball gespielt, aber er hat, und das knüpft so ein bisschen an das, was ich gerade sagte, dieses Einladen durch den Sport, er hat Menschen zusammengeführt und dabei wirklich Grenzen überwunden, wenn Sie eben sehen, wohin die Reisen geführt haben. Fast alle Kontinente wurden besucht, es wurden freundschaftliche, sportliche Begegnungen ausgetragen mit Rückbesuchen. Und das ist so ein Weltfußball, das stelle ich mir eigentlich vor. Dass eben Menschen sich begegnen, zusammenfinden, Freundschaften entstehen. Und insofern ist Herr Hintergärtner also nicht nur ein Sportpolitiker, ein Sportler, ein aktiver Sportler, sondern auch ein Diplomat, wenn man das einfach mal so sagen darf,
der wirklich tolle Reisen organisiert hat und diese tolle Seite des Sports wirklich auch benutzt und eingesetzt hat, um Menschen zusammenzufinden, Grenzen zu überwinden und das bis heute. Und das ist eben aller Ehren wert und deswegen wollen wir heute den Hans-Rübenstrunk-Gedächtnispokal an Manfred Hintergacke, der hier vorne Platz genommen hat, überreichen. Manfred, bitte auf die Bühne und einen Applaus für Manfred Hintergacke. Liebes Publikum, meine lieben Sportlerinnen und Sportler, ich freue mich natürlich, dass ihr so einen starken Applaus für mich freischaufeln wolltet. Ich freue mich vor allen Dingen, dass ihr es so lange ausgehalten habt, denn das ist meine Anerkennung auch euch gegenüber. Wenn ihr hier über 2 Stunden fast sitzt, das ist auch schon eine große sportliche Leistung. Aber ja, das ist Anerkennung auch für euch. Natürlich auch für die Moderatoren hier vorne, für die beiden. Und ich freue mich, ich habe bislang immer nur, was heißt nur, ich habe gern hier unten in der ersten Reihe gesessen als Sportverschutzvorsitzender oder wie auch immer als Ratsvertreter und habe die Atmosphäre hier auf der Bühne verfolgt. Diesmal darf ich ausnahmsweise hier oben selbst hier stehen und das ehrt mich und ich freue mich und muss euch nur einfach sagen, ich habe auch in meinem Sportleben, auch sonst in meinem Leben, sehr viel Glück gehabt und dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Dank.